Outer Rim Station, MIL-132. Request clearance to dock. Vertigo 1, please confirm security clearance A7. Affirmative. Transmitting now. Vertigo 1, you are cleared for docking bay 3. Underwhelming as ever, Dravis. We have traced the alien infestation's vector from our holdings in the Zeta Aquilae system, where we require you to gather reconnaissance information. We are fitting your ship with a warp drive prototype for the jump. Oh, I've already fulfilled my contractual obligations, Dravis. I'm not doing any more of your dirty work. Yes, your primary obligations have indeed been met, but if you study your standard mercenary agreement, you will notice the PTMC reserves the right to keep you on retainer for up to 72 hours post-mission. Dravis, you son of a... If you choose to decline further service, we may consider you in default of your contract, and your fee may be suspended pending litigation. Good luck, Material Defender. Dravis, out. I knew PTMC would find a way to cheat me. Proceed to jump point Alpha. Yeah, I couldn't care less if they sue me. But they left me with no choice if I want my money. Initiate jump pre-sequence. And here I thought indentured servitude ended in the 21st century. I only hope this is just a reconnaissance mission and nothing more. Number 1, you are cleared to proceed to Zeta Aquilae. Schönes Intro. Der Sound knistert so schön, fällt mir gerade auf. Und ja, ich muss noch mal kurz die Einstellung gegenchecken. Joystick, ja. Den brauche ich noch irgendwo. Wo bringe ich den unter? Taste erkennt er immer noch nicht. Schön. Oh. Machen wir es da. Passt schon. Passt schon. Ja, ursprünglich wollte ich ja ursprünglich mit Tastatur und Maus fliegen, spielen. Nur die Maus ist so unglaublich langsam, ich weiß auch nicht. Das ist nix. Ja, übrigens, wir spielen Descent 2. Für den Fall, dass es jemand noch nicht bemerkt hat. Fällt mir ein, ich hätte mal schauen können, wie viele Frames ich so habe im Spiel. Blödsinn, das ist für Noobs. Was haben denn die für Highscores? Boah, 10.000. Das ist doch keine Highscores, ist doch langweilig. Egal, wir starten ein neues Spiel in Level 1 natürlich. Und natürlich, wie versprochen, auf Trainee. Was habe ich mir dabei gedacht, als ich gesagt habe, ich spiele es auf Insane? Nicht, spiel immer. System 1, Zeta Aquila, viele, wie auch immer. Ja, und ich bekomme nicht gesagt, was ich tun muss. Und ja, der Dämon hat gemeint, ich soll einfach das tun, was ich im ersten Teil gemacht habe. Aber ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Also, ich glaube, ich knuddel die erstmal. Goodbot, Aufgabenstellung, Hilfsrobot. Größe 1 Meter, Bewaffnung keine, Bedrohung keine. Ja! Schön, dass die Hilfen immer so gut berüstet sind und so. Dieser Hilfsrobot war zuerst als ein Reiseführer durch die Minen gedacht. Seine Modifikationen machen ihn zu einem wertvollen Werkzeug für die kommende Mission. Er ist unbewaffnet! Und stellt keine Bedrohung dar. Wie soll der mir helfen? Bitte. Tragbarer Standard. Standard schreibt man immer noch mit D am Schluss. Ah, das war im ersten Teil schon falsch. Ist ja nicht richtig, wenn man es im zweiten Teil auch macht. Tragbarer Standard-Transportrobot. Minentransportsystem. Größe 1,5 Meter. Bewaffnung 2 TI-Strahler. Oder T-eckige Klammer-Zustrahler. Bedrohung minimal.
Kleiner Transportrobot. Moment, minimal? Ziemlich verarschen. Kann nun leicht Waffen tragen, stellt aber bei schweren eigenen Schäden eine Bedrohung dar. Sehr witzig. Sehr, sehr witzig. Arschlöcher. Interner taktischer Droid. Selektives Sicherheitssystem. Größe 2 Meter, Bewaffnung 2 leichte Maschinenkanonen. Oh Gott. Na gut, es ist keine Gatling. Drohung minimal. Der ITD-Robot wurde gebaut, um ausgewählte Ziele zu bekämpfen und sich zu verbessern. Er wird befördert, juhu. Sein Bellen ist schrecklicher als sein Biss, aber achten Sie auf seine Beweglichkeit. Vorbereitungs-Integrationsrobot. Kommunistenroboter. Sektionswache. Größe 3 Meter. Waffnung 2 Xenolaser. Bedrohung klein. Da müsst du dahinter stehen. Du spielst auf Insane. Alles ist eine Bedrohung. Behäbigkeit und schwache Waffen machen diesen Roboter nur zur Plage. Hm, aber mit schwachen Schilden ist er eine tödliche Plage. Hm. Bei mir ist alles tödlich. Bandit, Müllentsorgungsrobot, Größe 2 Meter, Bewaffnung, Blendsystem, Drohung moderat. Ja, er hat Stacheln, ne, ist gefährlich. Modifizierter Müllsammler, der bei Kontakt mit ihrem Schiff in der Lage ist, die Waffensysteme zu stehlen. Diesen Roboter möglichst zerstören. Ich will eh nichts haben, dass er sich zu lohnen stehlt. Moment, jetzt muss ich kurz die Keys nochmal durchschauen. Wo war denn hier Speichern? Das war, glaube ich, Alt. Nee. Safe Load Game. Ach, Alt F2, Alt F3 war es ja. Wir speichern erstmal. Und dann schauen wir uns mal die Steuerung an. Schön, dass ihr die zwei hinteren Tasten immer noch nicht erkennt. Kann ich das kaputt schieben? Ja, und das Schöne ist, man kann jetzt auch das Licht kaputt. Ich dachte, man kann das Licht kaputt schießen. Haben die mir schon für einen Scheiß hier erzählt? Ach, geht doch. Was war das? Ah, ich glaube, das ist der. Ja, ich hab's mal kurz angespielt gehabt, das erste Level, und ich habe 29. Finding Red Key. Ich weiß auch, dass es hier schon mal ein Geheimnis gibt. Schildenergie. Ja, ich brauche mehr Tasten auf meinem Gamepad. Mit mehr Tasten meine ich so eine halbe Million oder so. Hast du wieder die Steuerung? Was machst denn du? Wie schnell die sind! Es ist so pervers! Und den Kultrobot kann ich, glaube ich, nicht töten. Ach, ich warte einfach mal. Ich bewege mich dauernd nach links. Warum? Aha, ich weiß warum. Ah, du machst mich wahnsinnig. Bleib doch mal stehen. Warum bewege ich mich wegwärts? Ich hab gespeichert. Ach, du schon wieder. Mach doch was Nützliches. Kauf dir Waffen. Ich muss mal herausfinden, warum ich... Halt, nein. Ist doch so nix. Ah, Controls. Maus ist ja komplett deaktiviert. Keyboard. Ich will es auch einfach irgendwie entfernen. Ja, so. So. Vielleicht wird es besser. Kann ich hier nicht irgendwie stehen bleiben? Das ist so wenig Scheiße. Ah, es läuft super. Herrlich. Ich verstehe nicht warum. Das überhaupt schön, wie ich überhaupt keine Ahnung habe von nichts. Und nein, ich drehe mich nach links und ich weiß nicht warum. Ach so, ich schwebe einfach nur im Raum oder wie sieht es aus? Hey, ich habe den ersten getötet, glaube ich. Ja, hat mir nur die Hälfte meines Schilds gekostet. Oh Gott! Ja, ich hab die auch lieb! Aber ganz ehrlich, ich fang doch mal von vorne an! Das ist schließlich Insane und nicht Kindergarten Ace, wie gewisse andere Let's Player den Namen ich nicht nenne. Wenn ich jetzt aus Anonymitätsgründen jetzt erstmal D-Punkt nenne. Oder DE-Strich-Punkt. Was ist wieder?
humans only behind this point. Hey, Energie. Hallo. Was ist das? Aha. Ja, okay. Ich hab's Door geopend. Jetzt sind die Door also nicht mehr so hart geclosed. Oh! Fuck. Ja. Das wird jetzt sehr lustig werden. Hey, das sieht aus wie mein Schiff, nur ein kleiner. Ich leg gleich mal einen zweiten an. Mama. Was? Oh, schön wie denn. Controller ist das scheiße. Warte mal. Wollt ihr mich verarschen? Ich glaube, ich spiele noch ein bisschen in den Controls rum. Das ist viel lustiger als zu spielen. Keine Ahnung, was das macht. Blablabla. Ah, jetzt habe ich ja die Tasten umbelegt. Das ist irgendwie so langsam. Ich weiß nicht warum. Sollte man die Tasten. Ich will immer Esk für Optionen. Ja. Versuch's nochmal damit. Weil Controller wird es glaube ich nichts. Das können wir vernachlässigen. Das ist auch hier unwichtig. Ah, es ist einfach so langsam. Kann man das ändern? Gut, dass ihr das mitten im Let's Play macht, das ist nämlich sehr professionell. Nochmal in die andere Richtung. Vielleicht wird es dann besser. Vielleicht merke ich dann mal einen Unterschied. Geil. Jetzt tut sich gar nichts mehr. Ah, schön. Sehr schön. Halt falsch. Toll. Das ist Joystick. Joystick geht doch gar nicht. Ich kann jetzt überhaupt keinen Unterschied wahrnehmen. Überhaupt keinen. Noch weiter kann ich meine Maus nicht aufdrehen. Ist doch nicht offen. Lass ihn mal raus, mein Freund. Die Maus, das ist hackelig ohne Ende und viel zu langsam. Boah, ist ja noch schlimmer. Schön. Ja, bist du noch auf Insel? Natürlich runtergeschalten. Muss man in die andere Richtung. Also was mit gemäßigt dran einstellen, vielleicht bringt das ja was. Das ist eine Seite zu langsam, auf der anderen Seite zu schnell. Super, ist doch scheiße so. Hallo? Schön, sehr schön. Keyboard. Ah, bam, left, right. Bisschen up und auf, slide. Up und slide. Down muss ich noch einstellen. Wo wir gleich dabei sind, wo haben wir denn Afterburner? Cool, fast, slow. Ah.
Ja, ja. Mach doch mal langsam hier. Oh, das wird sehr lustig. Das ist der Nightclaw, richtig? Ne? Gott, wie die abgehen und der Verrat. Hey. Ja, Energie. Ah, es geht nicht weiter nach oben, stelle ich fest. Ah, Gott. Ja, genau, was ich mir gewünscht habe. Oh, ich flieg, glaube ich, gleich komplett mit Tastatur. Ich spiele noch wegen den Optionen drum, das ist viel lustiger. Das gefällt euch auch viel mehr, ich weiß. Da stellt wahrscheinlich gleich das Falsche ein. Nee, nicht immer. Jetzt müsste ich nur noch Feuertasten festlegen. Dann könnte ich vielleicht auch mal zurückschießen. Nein, ich. Ach, das ist zum Kotzen, wie ich immer S gedrückt. Keyboard. Oh, den so. So. Das könnte jetzt fast schon funktionieren. Ah, ihr dürft den Anfang jetzt nochmal sehen, weil der war so spannend. Lass dich erstmal raus und dann speichere ich nochmal. Das ist so ungewohnt. Muss ich noch dran gewöhnen? Das ist genauso scheiße. Das lässt sich einfach nicht richtig steuern. Okay, doch Maus. Die Maus ist so komisch, wer. Einseitig. Sie reagiert irgendwie so scheiße. Ich glaube, ich habe die Gefangenen gefunden. Da hinten Energie drin, da hinten Energie drin, oder? Ist auf jeden Fall ein Gefangener drin. Oh, und ich werde sehr viel laden und. Huh! Door opened? Für Door. Angst. Die Tore sollen sie nicht öffnen, die sollen zubleiben, das für immer. Nein, nicht wieder öffnen. Na Jungs. Ich hab so Angst. Aber hier ist sicher. Ich bin hier absolut sicher, mir kann nichts passieren. Böse. Ah, wo denn? Ach da! Was ist das denn? Afterburner. Ja. Da burns, ja, mir burns auch gerade richtig. So wie ich mich in den. Die mich in den. Arsch ficken ist aber auch kein Wunder, dass da burnt. So wie ich es überhaupt nicht treffe. Was für Tor kannst du nicht öffnen? Vielleicht soll ich ausweichen. Aber es läuft. Kommt der denn schon wieder her? Hey, habe ich ihn getroffen? Cool. Das war jetzt zwar total nicht beabsichtigt, aber passt schon. So, was für Tor konnte ich jetzt nicht öffnen? Da hinten hin. Wahrscheinlich nur durch, indem ich mich durch 2 Milliarden Gegnermassen schnetzel.
da geht's wieder raus und da hinten, da komme ich noch nicht hin. Gut. Hat ja auch nur knapp ein Fünftel meiner Lebensenergie, ein Fünftel. Vier Fünftel meiner Lebensenergie kostet. Jetzt sind's genau vier Fünftel.